Früher wäre ihm die hohe Konzentration an Sulfurafan in Brokkolisamen völlig egal gewesen. Alternative Heilmethoden, darüber brauchte Wolfgang Tschinka nicht weiter nachzudenken. Für mich stellte sich die Frage gar nicht, ja, dass im Brokkolisamen etwas Besonderes ist, weil ich auch nichts hatte. Das war für mich kein Thema gewesen, weil ich war vorher nie krank. Doch seine Einstellung zu Brokkolisamen und alternativen Heilmethoden hat sich geändert. Vor 15 Jahren bekommt er die Diagnose Prostatakrebs. Zuerst geht alles nach Schulmedizinbuch, Operation, dann Bestrahlung. Es folgen Jahre, in denen der Krebs ihn in Ruhe lässt. Der PSA-Wert, der Hinweise gibt, ob der Krebs zurückkehrt, steigt bei ihm nur ganz langsam. Bis 2013, als er wie jedes Vierteljahr zu seiner Urologin geht. Man ist immer so ein bisschen gespannt. Man geht immer dahin. Ja? Verändert sich jetzt sein Leben oder geht es nur so weiter? Dieses Mal hat seine Ärztin schlechte Nachrichten. Der Wert ist in nur 3 Monaten so stark angestiegen, wie sonst innerhalb von 3 Jahren. Ja, und dann hatte sie gesagt, wir machen die Therapie und wir müssen da mal langsam starten. Die Therapie? Damit ist eine Hormonentzugstherapie gemeint, die das Testosteron ausschaltet. Denn das stimuliert die Prostatakrebszellen und fördert ihr Wachstum. Aber diese Therapie hat Nebenwirkungen, schlaffe Muskeln, Hitzewallungen, Gewichtszunahme. Sein Bauchgefühl sagt ihm, noch nicht. Aber kann, darf er noch warten? Er fährt zu den Urologen ins UKE, wo er damals operiert wurde. Nur mal zu hören, wie andere Leute darüber denken. Und wir hatten einen höheren Wert gesagt. Die Urologen ermutigen Paul Tschinka abzuwarten. Zufällig stößt der 71-Jährige dann auf einen Artikel über komplementäre Therapiemöglichkeiten bei Krebs. Granatapfel, das belegen sogar Studien, soll helfen. Also sag ich einfach, versuch es mal, probier es, es schmeckt ja, ist ja nichts Schlimmes. Und dann habe ich das einfach so gemacht. 1 Jahr lang trinkt er von nun an Granatapfelsaft, 1 Glas täglich. Das Wichtigste am Granatapfel sind die Polyphenole, die da drin enthalten sind. Und er hat einfach einen Saft aus dem Regal genommen und hat auch damit wirklich doch einen sehr eindrücklichen Abfall dieses PSA-Wertes, des Tumormarkers gehabt. Damit hat er mich überrascht. Denn eigentlich trinken Krebspatienten spezielle Granatapfelsaftkonzentrate. Aber das wusste Wolfgang Tschinka nicht. Jetzt kann einer sagen, das war Zufall. Ich glaube es nicht, weil das... Der Sprung war einmalig gewesen. Ich hatte immer, ich sag mal, andere Werte gehabt. Und die Reduzierung, sag ich mal, um 47%, spricht an und für sich dafür, dass es irgendwie eine Wirkung vorhanden ist. Nach dem Erfolg mit den Granatäpfeln will Paul Tschinka noch mehr machen, um seinen Krebs in Schach zu halten. Er wendet sich an Dr. Matthias Rostock, der am UKE in Hamburg für Krebspatienten eine komplementärmedizinische Beratung anbietet. Und ja, dann haben wir noch mal darüber gesprochen, dass es ja ein gesamtes Paket ist. Einmal Granatapfelsaft, dann Brokkolisamen, dann das ganze Thema Ernährungsumstellung. Er isst jetzt sehr viel frisches Gemüse, das nach dem Tod seiner Frau vor einigen Jahren etwas seltener auf den Tisch kam. Für die Salatsauce nutzt er Leinöl wegen des Vitamin E's. Das soll bei Krebs gut sein. Und statt Fleisch benutzt er nun häufig Tofu und Soja. Typische Produkte der asiatischen Küche. Wir haben in Asien sehr viel weniger Prostatakrebserkrankungen, auch sehr viel weniger Brustkrebserkrankungen. Also gerade die hormonell bedingten Erkrankungen sind sehr viel geringer dort. Und wenn man jetzt auf Menschen schaut, die emigrieren, die in den Westen emigrieren, dann sehen wir, dass innerhalb einer Generation sich die Krankheitshäufigkeiten absolut auf westliches Niveau einschwenken. Milch und Milchprodukte soll er reduzieren, genau wie Zucker. Das fällt ihm manchmal schwer, zum Beispiel bei Schokolade. Ich schränke mich da stark ein. Und mein Hilfsmittel ist, dass ich immer die Schachtel umschwenke und nachlese, wie viel Zucker ist da dran. Zu viel Zucker kann schaden, denn das ist Futter für die Krebszellen. Grünen Tee trinkt Wolfgang Tschinka mittlerweile sehr gerne. Die Polyphenole darin schützen ihn vor schädlichen freien Radikalen.
Gut ist Tee allerdings nicht immer. In bestimmten Phasen einer Krebserkrankung kann er sogar gefährlich sein. Weil der grüne Tee enthält halt viele Gerbstoffe. Und die Gerbstoffe können durchaus die Resorption von antitumoralen Arzneimitteln stören. Sport hat Wolfgang Tschinker schon immer gerne gemacht. Jetzt aber tut er es konsequenter. 4-mal die Woche, jeweils 30 Kilometer mit dem Rad. Und ich sehe das auch den Sport als Medizin. Ich fühle mich wohl und tue was für meine Gesundheit. Und ich habe eine Hoffnung, ja, ich sag mal, ein paar Jährchen möchte ich noch. Und ich glaube doch, dass ich das schaffe.